Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Flattermann 85. Und zwar spielen wir Resident Evil Dead Aim. Ich muss mal eben dazu sagen, bevor wir jetzt hier anfangen und ich das Spiel auf Deutsch starte, dass ich das Spiel so gut wie fast wenig kenne. Das kommt daher, dass ich es, glaube ich, als es rauskam, 2003 müsste das gewesen sein, einmal durchgespielt habe und seitdem steht es bei mir im Schrank. Ich weiß noch, dass das grob auf einem Schiff spielt. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich noch in Erinnerung habe. Und dass wir eine neue Hauptfigur kennenlernen werden. Also wir haben nicht den üblichen Chris oder Leon oder die Jill oder die Claire. Es ist eine neue Figur, der Name ich gerade auch nicht mehr richtig weiß. Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt mal an die Sache ran. Und es ist so ein kleines Semi-Blind-Projekt, sag ich mal. Also nicht wundern, wenn ich nicht mehr alles weiß oder mich mit der Geschichte ein bisschen intensiver beschäftigen muss, sonst rushe ich die Texte und so ja immer ganz gern durch, aber es könnte gut aus sein, dass ich in diesem Spiel die Texte auch mal lesen werde, weil ich halt selbst nicht mehr genau weiß, worum es überhaupt geht. Ich starte mal auf Deutsch. Okay, das war wohl entweder ein kleiner Zusammenschnitt von dem, was uns erwartet, oder schon ein bisschen Vorgeschichte. Ich weiß es nicht. 2003, da steht's auch. Gut, ich drücke einfach mal die Starttaste und dann sehen wir, was auf uns zukommt. Wir nehmen ein neues Spiel, ne? Joa. Jetzt kommt's, ja. Ach Leute, wisst ihr was? Wir machen mal normal, ne? Das ist ja hier kein Pussy-Verein und aber auch kein Hardcore-Verein. Wir machen normal. Was ist das? Kein übliches Resident Evil Dead Aim. Hab ich jetzt mit gerechnet? Na gut, dann eben nicht. Okay. Das war schon mal ein interessanter Anfang, wie ich finde. Ah ja, linker Stick ist also zum Lenken. War gut gemacht, fand ich. Also das gefällt mir auch von der Ansicht hier ganz gut. Mal gucken, ob das übliche Schießen immer noch so ist, wie ich denke. Ach, guckt mal an. Das war das außergewöhnliche an diesem Spiel. Wenn wir jetzt zielen, haben wir praktisch so eine Art, ja, wie nennt man das denn? Wie bei so einem Gunshooter halt, ne? Ist ja eigentlich auch ein Gunshooter. Und dann kann man hier so lenken und schießen. Interessant. Gut. Dann wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Also wir haben auf jeden Fall einen Feind, der heißt oder hieß Morpheus. Oder Morpheus. Ich sag Morpheus. Entweder ist er jetzt gerade verbrannt oder er kommt bald noch wieder. Bei Resident Evil kann man ja immer davon ausgehen, dass er mal wiederkommt. Und wir haben anscheinend eine Verbündete, die wir wohl noch nicht kennen. Sonst hätten wir das Gesicht ja wohl sehen dürfen. Also irgendeine Dame, die uns unterstützt, die so ein bisschen körperliche Ähnlichkeit mit Rebecca hatte, aber ich denke mal, dass sie es nicht ist. Und ich finde es gerade interessant, dass es hier so ein bisschen buggy ist, dass man uns ab und zu nicht sehen kann. Naja, gehen wir mal in diese Tür rein. Keine Türsequenzen mehr. Okay, na gut. Aber es gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, wie es hier aussieht. Das hat auf jeden Fall wieder was ein bisschen von dem alten Resident Evil Feeling. Also es gefällt mir jetzt schon das Spiel, muss ich sagen, so von der Atmosphäre her. Was ist denn hier drin? Da liegt doch was. Ah ja, unser Menü. Das sollten wir uns vielleicht auch mal angucken. Die Munition. Ja, die Munition für die Handfeuerwaffe einstecken. Okay. Sieht doch gut aus. Haben wir sonst noch irgendwelche Knöpfe, die wir hier benutzen können? Was ist das? Mit Kreis können wir so ein bisschen die Waffe hochhalten. Das bringt uns aber irgendwie nicht viel. Quadrat geht nichts. Das ist der Schießmodus. Oh, Verzeihung. Interessant. Okay, das sind wohl die Hauptfunktionen, die wir haben. Er hält immer noch was fest. Schlüssel für die erste Klasse. Was war das für ein Geräusch? Kommt wahrscheinlich gleich ein Zombie. Oder bist du aufgestanden? Nee. Aber da ist doch irgendwas gepoltert oder so, ne? Ich möchte mal einen Blick auf die Karte werfen. Wie kann ich da ranzoomen? Gar nicht. Was soll denn das? Ah, okay. Gut. Ja, ihr wisst ja, wie das mit mir ist und Karten lesen. Okay. Ja. Lassen wir das erstmal. Ich versuche mich mal so zurechtzufinden. Das mache ich meistens in diesen Spielen und damit fahre ich auch meistens besser. Okay.
Ja, klasse, läuft gut. Ach so, ich muss. Jetzt habe ich's verstanden. Klasse, läuft das. Ey, das ist aber. Ja, weiß, ist ein bisschen arm gerade von mir. Ich weiß, aber macht nichts. Okay, Leute, da werde ich mich erstmal dran gewöhnen müssen. Also R2 ist anscheinend nachladen. Och, du lebst ja noch, du Schlampe. Was mache ich denn? Yay. Ja, zum Glück scheine ich noch nicht groß verletzt zu sein. Ja, ist klar. Der erste Zombie und ich krieg hier nicht tot, oder was? Und bist du jetzt... Nein. Kann man die hier etwa gar nicht töten, oder was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheinen sie jetzt erstmal zu liegen. Himmelswillen. Jetzt wird mir klar, warum wir so viel Patronen haben, wenn das so... Ewigkeiten dauert. Da ist ein Kraut oder sowas, oder? Ne, das war eine Tür. Sehr gut, Alex. Eine Besucherkarte. Das könnte die sein für den einen Bereich. Ja. Das war irgendwie klar, ne? Kommen wir raus? Ja, besser ist. Warum soll ich die drei jetzt töten? Na, ah! Ja, herrlich. Kann ich mich abschütteln irgendwie von euch? Nee, ne? Ich meine, sieht das nicht so aus. Kann ich euch denn von hier aus treffen? Nee. Toll. Ganz schnell da lang. So, ich will einfach nochmal eben den Bildschirm neu starten, wenn man so will. Und jetzt kann ich ja wieder zurück. Die stehen direkt neben mir und machen nichts. So, und jetzt, genau, das hatte ich nämlich vor. Jetzt vorbei. Hat doch geklappt. Haha. Sehr schön. Raus hier. Komm. Ach Gott. Ich bin da erstmal dafür, dieses Stockwerk hier klar zu machen. Also gehen wir erstmal die beiden kleinen Türen entlang. Die ist mit einem elektronischen Verschloss. Elektroschloss verschlossen. So. Die auch. Also ich muss sagen, doch, das gefällt mir ganz gut. Obwohl ich, ja... Mit diesem Schießen muss ich erstmal wieder vertraut werden. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Okay. Gehen wir erstmal zurück. Drehen uns wieder. Das Drehen ist noch ein bisschen umständlich. Ja, komm mal her, du Arsch. Ich kann auch gut permanent daneben schießen, ne? Das ist meine letzte Patronen. Ah, verdammt! Nein! Ja. Ja, sagt er auch mal. Lass mich zufrieden. Oh Gott. Links, gehen wir erstmal links. Ja, sehr schön. Rechts. Gut, eine Tür. Ein Raum. Das sind. Oh, das sind Patronen. Oh. Also die Zombies scheinen schon mal nicht durch die anderen Räume durchzukommen und hinterher zu gehen. Das ist schon mal von Vorteil. Ah! Mann, hab ich ihn verjagt. Greift er mich an, wenn ich den da hängen lasse? Ich glaube, ich lasse ihn da erstmal hängen. Der hängt da ab. Da ist eine offene Tür. Heidewitzka! War das jetzt Zufall, oder? Ist die echt so cool, die Waffe. Ausweiskarte. Ja, können wir immer gebrauchen. Oh. Oh! Ah, hier ist alles voll! Let me go. Ach du Scheiße. Ob's gut war, dass ich gespeichert habe? Geschafft, du hast die Tür entriegelt. Ja. Wo komme ich jetzt raus?
gerade nicht die größte Ahnung. Ach, ich bin wieder auf diesem Hauptflur, ja? Und hier müsste ich jetzt wieder in den Kreissaal kommen, wollte ich gerade sagen. In diesen runden Raum. Ja, genau. Sehr gut. Bruce McGiven. Okay, ja, ja. Und wie hieß die andere? Fing Long? Longfinger. Ja, danke. Oh. Ja. Ja. Wie soll man denn hier durchsteigen, ey? Meine Güte. Aber echt viel zu viele Türen. Diese weißen Türen, sind das alles welche, die offen sind? Können wir mal ausprobieren. Ich gehe jetzt hier raus und dann gleich rechts rum. Da müssten zwei Türen sein, die geöffnet werden können. Wenn die weißen Striche bedeuten, dass die Türen offen sind. Oder diese dunkelblauen, dass man die öffnen kann. Ja, danke schön. Okay. Weiß bedeutet offen. Was hast du denn Schönes versteckt? Eine verschlossene Tür. Bist du gerade wieder aufgestanden? Ja, natürlich bist du das. So, da können wir rein. Oh, da blinkt was. Vielleicht wichtig. Noch eine halbautomatische Feuerwaffe. Was ist denn jetzt los? Wuff. Da, die nehmen wir auch mit. Puh. Die ist offen, okay. Was erwartet uns hier? Oh, Medizinraum? Nee, auch ein Verbot. Okay. Die nehmen wir mit. Also ich finde die Zombies auch ganz gut platziert und teilweise gut versteckt. Da kommt man nicht immer so drauf, dass da auf einmal einer stehen könnte und so. Zumindest habe ich mich schon ein, zwei Mal erschrocken hier. Das ist cool. Freut mich. Das mag ich. Also das ist anscheinend doch eine Küche oder sowas. Kommen wir da weiter? Kommen wir. Okay. Da sind sogar Flaschen irgendwie drin. Der steht bestimmt gleich auf. Was zieht der denn für eine riesige Blutspur hinter sich her? Oh Gott. Oh Gott, das ist ja alles voll. Oh nein. Die stehen gleich alle auf. Ich sehe es schon kommen. Und da liegt ein Gewehr. Oder was ist das? Oh Mann. Da hinten blinkt auch was. Oder? Also das heißt Gewehr schnappen und rausrennen, oder wie? Schrotflinte. Sehr geil. Okay, ist keiner auferwacht. Ja, dann nehmen wir doch noch ein bisschen Patronen mit, ne? Oh Gott, noch mehr. Oh. Ach, ich drücke die ganze Zeit auf Nein. Das wird keine Objekte mehr tragen. Kugeln für Handfeuerwaffe wegwerfen und dafür Munition erstecken. Ja, okay. Aber ich werde trotzdem erstmal mit der Pistole weitermachen. Ja, genau. Ich bin doch schon vor der Tür. So. Oh. Puh. Ich bin doch auf okay. Hab ich noch. Ne, ich hab nicht mehr viel Kräuter. Jetzt müssen wir eben gucken. Da. Schrotflinte. Ein weites Einsatzgebiet. Eine Schrotflinte hat ein weites Einsatzgebiet? Naja. Und wirkt am besten auf kurze Entfernung. Ach so. Die meinen damit, dass sie streut. Alles klar. Ja, ich wollte gerade sagen, andersrum wäre es auch unlogisch gewesen. Gehen wir mal hier links den Gang runter. Oh Gott. Probieren wir sie aus. Ja, ist eine feine Sache. Was ist das denn? Von hinten, der Arsch. Ich muss schon sagen, das erinnert sehr an Resident Evil Dead Aim, dieses Spiel. Also so ein Kopfschuss, der ist auf jeden Fall effektiv. Das kann ich schon mal sagen. Ein Nachteil ist natürlich,
dass diese Pistole nur 8 Schüsse fest. Aber es ist eine coole Atmosphäre hier. Was ich auch eine schöne Sache finde, die Leichen bleiben nicht liegen. Die Leichen bleiben liegen. Was rede ich denn da? Yo, das war doch mal geil. Das schien ein Headshot gewesen zu sein. Aber der Kopf ist noch dran. Okay. Ach, da stehen zwei Zombies. Okay. Ich komm, jetzt habe ich jetzt ziemlich aufgeräumt. Ich will jetzt mal die hier ausprobieren. Aha. Na gut. Ach, die habe ich ja schon ausprobiert, ich Idiot. Doof. Mach ich mal wirklich doof. Hä? Irgendwelche Leute aufgeschreckt? Ja, den da. Beziehungsweise der ist noch nicht tot. Beide. Wow. Bam. Ich find's cool. Blinkt da was? Moment. Nee, das war glaube ich nur so ein kleiner Bug. Ja, das war der Stuhl, der irgendwie blinkte. Oder er blank. So. Okay, nachdenken. Nachdenken, Alex. Da bin ich gerade rausgekommen. Da hinten ist das Lagerhaus. Ich gehe mal geradeaus, das was gelb ist. Mal gucken. Da ist wohl diese Tür mit gemeint, aber die ist ja nicht offen, ne? Doch, ist sie wohl. Dann habe ich sie gerade aufgeschlossen. Tut mir leid, Leute, aber ich muss jetzt definitiv öfter auf die Karte gucken, weil ich hier sonst durchdrehe. Geradeaus, da ist eine Bar. Da gehen wir auch gleich mal hin. Aber erstmal geradeaus zum Lagerhaus, das reimt sich. Oder? Mal gucken, was uns auf dem Weg so begegnet. Da könnten wir jetzt rein, da ist die Bar. Ich bin gerade neugierig, Leute, ich möchte mal in die Bar. Cool. Wie sieht es eigentlich energiemäßig aus? Ist mir doch okay. Gut. Da ist ein Dokument. Brief in einem Umschlag. Brief des Stewards. Lieber Bruder, wie geht's dir? Bei mir läuft zurzeit alles prächtig, denn ich befinde mich auf einem Luxusdampfer. Hm? Naja, eigentlich arbeite ich als Steward auf einem Kreuzfahrtschiff. Die meisten Passagiere sind bekannte Leute, die ich schon mal im Fernsehen gesehen habe. Entschuldigung, ich musste gerade aufstoßen. Mein Kollege hat mir erzählt, dass sie aus verschiedenen Ländern zu Geschäftsverhandlungen angereist sind und dass dieser Kreuzer einer unbekannten Arzneimittelfirma gehört. Mhm, durchaus. Mir geht es jedenfalls gut. Grüß Mutter von mir und kümmere dich um sie. Gruß an alle. Joseph Carter. Joa, du hast den Brief in deinen Ordner gelegt. Was der mit diesen ganzen fremden Briefen will, weiß ich zwar auch noch nicht so richtig. Das ist ein Blackjack-Tisch, wie es aussieht. Cool. Oh, da liegen Patronen im Casino, klar. Im Wilden Westen kann ich es verstehen, aber hier? Naja. So, das ist Roulette. Das sind diverse einarmige Banditen oder sowas. Da kommen wir nicht drüber. Also er könnte sich jetzt nicht mal eben eine Flasche Whisky hinter den Kopf kippen oder so. Hinter den Kopf, hinter die Binde meine ich. Kippt dir mal was hinter den Kopf. So, da brauchen wir eigentlich nicht raus. Und diese Türen, die führen alle einfach nur wieder auf den Flur, ne? Richtig? Brauche ich, glaube ich, nichts groß untersuchen. Richtig. Die beiden mittleren, die führen auch auf Umwegen ins Lagerhaus. Dann versuchen wir das doch mal. Also hier praktisch. Die eine Tür ist versperrt, also diese hier, die führt auch ins Lagerhaus. Aber momentan nicht. Ein Kreuzsymbol. Müssen wir etwa wieder den Kreuzschlüssel finden, so wie im zweiten Teil. Müssen wir wieder draußen. In diese Richtung geht's weiter. Könnten wir wieder rein, brauchen wir aber nicht. So, jetzt müssten wir gleich angekommen sein. Es wird dunkel. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Da ist das Lagerraum, ja, das Lagerraum, Alter. Gut, gehen wir in das Lagerraum.
So. Oh Gott. Das gefällt mir nicht. Oh, da ist was, ja. Und hier liegt auch was. Ein Buch. Aber das können wir nicht nehmen, das Buch. Doch, ein Tagebuch. Tagebuch des Stauers. Ah ja. Geschafft! Heute bin ich den 100. Tag an Bord. Aber das ist auch schon alles, was es zu berichten gibt. Denn hier ist absolut nichts los. Dabei hatte ich so viel erwartet, weil das ja ein Luxuskreuzer ist. Aber inzwischen musste ich erfahren, dass sich die Arbeit hier kaum von der auf einem Frachter unterscheidet. Naja, als Stauer, na, was erwartet da? Jetzt gibt es endlich etwas zu berichten. Heute wurden große Sachen in den Vorführraum gebracht, der direkt unter dem Kesselraum liegt. Im Augenblick gehen da eine Menge Leute rein und raus. Ich frage mich, was da drinnen wohl vor sich geht. Besonders neugierig bin ich auch deshalb, weil die Mannschaftsmitglieder nicht in den Raum gelassen werden. Durch einen Schlitz in einem der Tücher, ach so, mit denen die Frachtkisten abgedeckt sind, habe ich heute ein rotes Zeichen gesehen. Ich glaube, das ist das Symbol für biologische und chemische Waffen. Im Vorführraum herrscht immer noch ein stetes Kommen und Gehen. Ich kann heute nicht reden, tut mir leid. Ich glaube, der Raum hat eine versteckte Tür, aber ich weiß nicht, wo die hinführt. Mein Boss hat mich heute angebrüllt, weil ich mich nicht um meinen Job kümmere. Ja, zu Recht, ne? Idiot. Aber vielleicht sollte ich doch etwas mehr aufpassen, denn ich brauche den Job wirklich. Ich fürchte ja, dass der Typ längst tot ist. So. Nehmen wir dich mal mit. Den Griff einstecken. Na, und jetzt spawnt hier irgendwo wieder so ein Typ wahrscheinlich. Oh. Sehr gut. Ja, wir nehmen alles mit, was hier so rumliegt. Ist doch schön. Gut. Oh, da ist ja noch Munition. Läuft, ne? Also bisher... Gut, ich habe mich ziemlich dusselig angestellt. Scheiße, was passiert jetzt? Na toll. Das hat sich ja gelohnt. Was ist jetzt... Ach, jetzt spielen wir Fong Ling. Ach, du heilige Granate. Was hat die denn so in der Ausrüstung? Oh! Oh! Ein Sturmgewehr. Jetzt haben wir den Griff. Gut, wir wissen ja, wo wir mit dem Griff hin müssen. Das sehen wir aber gleich erst. Denn ich mache jetzt hier einen Cut. Ja, ich bin fies. Denn eine Stunde ist rum. Das ist immer ganz gut, um die Videos zu schneiden und zu rendern. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Halb-Session wieder. Also, es ist ja erst die halbe rum. Ne? Jetzt kommt noch eine Hälfte. Ihr wisst schon, was ich meine. Und... Ja, also, dann sag ich bis gleich, ne? Haut rein! Hier drin sind Zombies! Ich glaub's ja nicht. Darf ich in die Karte gucken, ohne dass mir das passiert? Ich hoffe mal. Wie war denn das jetzt noch? Da unten links, ne? Also, die übernächste Tür. Ist vorbei. Diese nicht. Lass mich auch vorbei. Gott, da muss ich rein, du Schlampe. Okay, was war hier? Da war die Küche, genau. Jo, tu mich auch. Oh nein, Leute, habt ihr das auch gesehen? Das war ein Hunter. Hunter! Werde ich hier auch nichts finden, logischerweise. Gut, dann sollten wir versuchen, irgendwo eine Karte zu finden. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal sagen würde in einem Resident Evil Spiel. Hier war der Fahrstuhl irgendwo. Da, genau. Ne, da. Okay, gucken wir hier mal lang. Da, das ist ein Kraut. Okay, nehmen wir auch. Geschenkten Gaul. Guckt man nicht ins Maul. Ja, dann würde ich sagen, die ist bestimmt zu. Nee. Also nicht alle dünnen grauen Türen sind verschlossen. Zumindest sind die Gittern vor den Fenstern. Das heißt, hier kann also kein Hund durchspringen. Zombies. Von denen ich jetzt weglaufe!
Ich wollte gerade sagen, weil hier so eine Sackgasse ist, ne? Jo, hilft. Oh, oh! Was ist denn? Ach, das ist das Brecheisen, was ich brauche, ja? Sehr schön. Und jetzt passiert's, wa? Oh, ein Dokument. Hierbei scheint es sich um irgendeinen Bericht zu handeln. Ja, gut. Irgendeinen. 220329. Da ist der Hunter ja schön. Diese spezielle Elite-Version wurde zu Präsentationszwecken verändert. Sie ist scheinbar... Nee, sie ist schneller und stärker als ein normales Jägermodell. Ganz ruhig, Alex, ganz ruhig. Oh, ein Tyrant, ist das schön. Durch seine elektromagnetische Barriere ist das Modell nahezu unverwundbar. Jetzt benötigen wir zu Test- und Beobachtungszwecken ein menschliches Versuchungsobjekt oder Versuchsobjekt, das den Bedingungen entspricht. Bitte nicht mich. Also, schon nicht schlecht. Nicht schlecht, würde Alfons Schubeck sagen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, ich muss sagen, ich bin... Nee, man kann nicht sagen Fan, aber ich gucke sehr gerne die Küchenschlacht. Und auch im Anschluss gern Topfgeldjäger. Topfgeldjäger ist eine der besten Kochsendungen überhaupt mit Steffen Hensler. Ich finde Steffen Hensler richtig cool. Auch Frank Rosin ist genial. Die beiden machen das super. Und, ja, davor gucke ich halt immer so die Küchenschlacht. Und die ist dann halt entweder mit Alfons Schubeck oder Alexander Herrmann oder Nelson Müller oder wie sie alle heißen. Okay. Ich höre einen Zombie. Ich sehe einen Zombie. Ich töte einen Zombie. Ich wollte gerade sagen, was war das denn eben für ein Geräusch? Das erste Mal, dass mich ein Zombie angekotzt hat. Hey, du kotzt mich an. Und dann müssen wir uns nochmal hier umgucken. Heilige Scheiße. Habt ihr das gesehen? Okay, wenn man erstmal weiß, wie die agieren, wie die springen und so, dann geht's. Ach, bin ich zurückgelaufen, ich Assi. Sieht ganz so aus. Ich bin zurückgelaufen. Macht aber nichts. Dann habe ich wenigstens so ein bisschen Übung im Hunter abschnallen, ja. Nee, bin ich nicht. Hä? Da war doch der andere Lager. Ach, ich habe die Karte die ganze Zeit falsch rumgelesen, glaube ich. Ich bin ein Dämelack. Ja, ich muss schon jetzt die Richtung und dann mich links halten. Steht da hinten einer oder nicht? Nee, gut. Endlich mal ein Raum ohne Zombies. Oder war ich hier schon drin? Auch möglich. Ja, ich denke schon. Wahrscheinlich war ich hier drin. Ich hab's verpeilt. Hä? Jetzt bin ich wieder hier? Moment, jetzt drehe ich gerade so ein bisschen durch hier. Da links. Da war ich doch. Oh, was mache ich denn hier? Nee. Nee, jetzt verstehe ich nichts mehr, Leute. Ganz ehrlich. Hier ist doch der Raum. Ja. Ja, genau. Ganz ruhig, Alex, ganz ruhig. Ich muss doch auf diese Seite, ne? Ja klar, ich muss ja durch den Lagerraum wieder durch. Das war ja richtig, was ich da gemacht habe. Ja, es ist eigentlich morgens, ne? Und ich bin schon wieder total verpeilt. Hallo. Aber es ist normal. So, ganz ruhig jetzt. Hier wieder, dann da rein. Dann bin ich hier im Lagerraum, was ja auch richtig ist. Und da muss ich dann nur durchgehen. Dann komme ich wieder an den Anfang, wo der Fahrstuhl ist. Sehe ich doch richtig, ne?
ihr weiß. Ich weiß, ihr sitzt jetzt da und nickt fleißig. Ja, Alex ist richtig, ist richtig. Oh. Was war das denn? Soll das ein leichtes Anzeichen dafür sein, dass ich da rein soll? Ja, sieht so aus. Da könnte ich jedenfalls rein. Im Monitor Room. Machen wir das oder gehen wir erstmal rechts weiter? Gehen wir erstmal in den Monitor Room. Er möchte das ja so gerne. Dann kommen wir mal da rein. So, was erwartet uns denn da drin? Ein Speicherraum. Den nutzen wir auch, um zu speichern. Denn ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass uns gleich irgendwie so ein Bossfight bevorsteht. Weil wenn ich mir den Raum da auf der Karte gerade so angeguckt habe, der sah so ziemlich riesig aus. Für den Freizeitraum, okay. Hier können wir unsere Munition auffüllen. Das ist sehr schön. Okay. Sehr schön. Vielleicht sollten wir unsere Waffe nochmal nachladen. Können wir aber gerade gar nicht, ne? Nicht gut, nicht viel jedenfalls. Die nehmen wir auch nicht. Die rüsten wir uns jetzt aus, ja. Speichern mit dieser Schreibmaschine. Wollte ich doch gar nicht. Ich wollte die Schreibmaschine abwählen. Okay. Dritte Speicherung. Okay. Das war's schon. Dann wollen wir mal gucken, ob ich recht habe mit unserem Endgegner. Schluck trinken. Oh, verdammt. Ich habe schon wieder mein Headset halb vom Kopf gerissen. Sorry. Falls das für euch laut war. Doch kein Endgegnerraum. Wir müssen zumindest erstmal eine Ecke haben, wo wir lang gehen können, wo nichts ist. Bist du schon umgefallen? Nee, ne? Das glaube ich nicht. Dass ihr mit eurem scheiß Kopf immer so hin und her wackeln müsst, ne? Das ist kacke. So. Was ist das? Da können wir hochgehen. Taste betätigen, ja, mach mal. Okay, da öffnet sich was. Gut, da können wir hoch. Erstmal gucken, ob wir vielleicht hier in diesen Raum noch rein können. Das ist ja schon wieder so ein Raum wie vorhin, oder ist das sogar der gleiche? Ach, bin ich wieder hier? Das habe ich schon wieder nicht gecheckt. Bin ich wieder in diesem Raum, wo wir am Anfang gegen ihn gekämpft haben? Ja, genau. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Hier hatte ich ein Dokument gefunden. Ja, ja, das ist der gleiche Raum. Um nicht zu sagen, derselbe. Ja, ja, genau. Hätte ich die mal doch getötet. Freizeitraumschlüssel. Sehr gut, den haben wir eingesammelt. Richtig. Dann habe ich ja durch Glück wieder das Richtige gemacht. Oh Mann, ey. Hab ich noch gesund? Ja. So, hier haben wir eine Tür. Das ist die verschlossene, ja. Beziehungsweise die versperrte eigentlich. Aber vielleicht ist sie auch zusätzlich noch verschlossen. Kann ja sein. Will ich nicht ausschließen. Die scheint verschlossen zu sein, okay. Also kann ich nur die Treppe hoch? Sehe ich das richtig? Das ist wohl so. Oh Gott, ich höre Zombies. Und ich sehe auch einen. Bruce? Ich wollte nicht, dass du runtergehst. Kannst du auch rückwärts die Treppe hochgehen beim Gucken? Nee, das macht er nicht. Ja, wieder hoch da. Hey, Achim. Achim ist tot. Muss ich hier überhaupt noch was? Fällt mir gerade ein. Was hat mir jetzt der Freizeitraum gebracht? So gut wie fast wenig, ne? Warte mal bitte. Captain Room. Wir können in den Captain... da war ich ja gerade drin anscheinend. Oder? War ich in dem Captain Room drin? Ich habe keine...
keine Ahnung. Stairs Room. Ich gehe mal hier raus und dann links. Weil ich gerade kein... Die ist verschlossen. Ich gehe da also nicht raus. Keule. Da kam ich raus, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, wo ich herkomme. Ne, hier bin ich gerade hergekommen. Dann gehe ich doch mal in den Captain Room rein. Hier links. Vielleicht habe ich die Tür auch eben gar nicht gesehen. Kann auch sein. So, wo komme ich denn jetzt hin? Oh, ey. Der Raum scheint richtig zu sein. Da hängt auch ein schicker Schwertfisch. Moment. Kann ich nachladen bei ihm? Ach, ja, toll. Hier liegt das Schiffslogbuch. Irgendwas geht hier vor. Obwohl die Mannschaft keine besonderen Vorkommnisse gemeldet hat, befürchte ich, dass sich die Dinger befreien könnten. Ich werde jedenfalls fortan ständig meine Magnum bei mir tragen. Ich möchte sofort die Leiche des Kapitäns finden, um die Magnum zu kriegen. Ich kann meine Hilfesignale... Nee, ich kann kein Hilfesignal absetzen. Was soll ich jetzt machen? Alle Passagiere und die Mannschaft sind tot. Na super. Mir bleibt nichts mehr übrig, als alles, was auf meinem Schiff passiert ist, als mein Schicksal hinzunehmen. Da kommt das Schicksal. Da ist ja schon der Kapitän. Der Kapitän hat es ganz schön in sich. Aber ich weiche nicht von meiner Pistole ab, Leute. Eine Kugel. Gut, ich weiche doch von meiner Pistole ab. Bist du jetzt bald mal tot? Kräutermedizin am Arsch. Ich wollte eine Magnum. Ey, ihr Sackgesichter. Da machen die mich in dem Text scharf auf eine Magnum. Das ist auch nicht wahr hier. Vielleicht hat er die hier irgendwo versteckt. Das hoffe ich jetzt mal. Ja. Okay, Schrotmunition ist auch in Ordnung. Was haben wir hier? Nichts. Der Fisch sieht cool aus. Da kam der Kapitän gerade rausgesprintet, ne? Vielleicht hat er sie hier drin. Ist er das? Bitte, bitte, bitte. Yes, die Magnum! Cool. Hier können wir auf jeden Fall ins Badezimmer. So, ruhig. Ist hier noch einer? Klang gerade so. Kein Wasser in der Badewanne, was wir ablassen können. Das ist schade. So, das war jetzt alles hier im Badezimmer, ja? Das nenne ich dann mal Munitionsverschwendung. Toll. Vielen, vielen Dank, Capcom, für diesen Raum. Was ich mich jetzt gerade frage, was ist jetzt eigentlich unser nächster Auftrag? Haben wir hier irgendwas gefunden, was uns weiterhilft? Außer, ja gut, die Magnum natürlich, klar. Aber von der Geschichte her weiß ich gerade nicht, wo wir das lang sollen. Wo bin ich denn hier? Da ist sowieso alles dicht, ich muss die Treppe hoch, okay. Aha, war da im Kapitänraum noch was? Nee. Das ist eine Tür, die jetzt offen ist, das bedeutet das wohl. Nee, das sind durchbrochene Türen, jetzt verstehe ich das, die mit dem roten Strich durch. Das sind Türen, die aufgebrochen sind. Ich glaube, wir nutzen mal unsere Magnum. Wir haben ja noch ganz gut Medizin zumindest. Ja, das hat aber gut geklappt. Was hat uns das an Schaden zugefügt? Ich bin auf Achtung! Haha!
Gefahr. Kann ich dich dazu bringen, dass du dich umdrehst? Nein, kann ich nicht. Du kleiner Mistviech. Du kleiner Mistviech, Alter. Du kleiner Mistviech. Ich treffe auf jeden Fall mit der Schrotflinte besser als mit der Magnum. Aber ich hätte ganz gerne noch einmal drauf geschossen. Und jetzt? Zeit abgelaufen. Super. Ja, damit ist das Schiff kaputt. Auch geiler Soundeffekt. Wenn du die Escape-Taste im richtigen Augenblick drückst, kannst du damit gegnerischen Angriffen ausweichen. Ich gehe mal auf Beenden, Leute. Und ich denke, wir beenden diese Session an dieser Stelle. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder, wenn wir hoffentlich weiterkommen und dann besiegen wir diesen komischen Tyrant-Verschnitt, der ziemlich lahm unterwegs ist, möchte ich mal sagen, und ziemlich doof ist. Wir haben ja genug Medizin, also wenn ich den nächsten Spielstand lade, sollten wir es eigentlich hinkriegen. Ja, gut. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, euch gefällt dieses Let's Play. Mir macht es eigentlich doch recht viel Spaß, muss ich sagen. Also kann ich nicht anders bestreiten. Und was wollt ihr mehr? Man, ihr habt jetzt den ersten Tod schon in der ersten Session gesehen. Das lässt doch, schöne Sachen noch hoffen für euch. Gute Unterhaltung. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal. Das freut mich ungemein. Ey. Super. Das hat ja mal wunderbar geklappt. Und jetzt liegt er eh. Genau, das war der Raum zum Kapitän. Beziehungsweise das ist das Büro des Kapitäns. Wollen wir mal so ausdrücken. Und wir schnappen uns mal die Schrot. Oder? Ja, ich glaube. Der Kapitän war ja ein etwas härterer Brocken. Wollen wir mal so sagen. Schiffslogbuch, das haben wir, glaube ich, mit Sicherheit gelesen. Ich gucke nochmal kurz da rein. Ja, das haben wir gelesen. Gut. Ach, richtig. So war das. Guckst du, ne? Ja, steh mal auf. Diesmal wissen wir ja ein bisschen besser über ihn Bescheid. Das ist das Gute. Du bist doch jetzt nicht tot. Steh auf. Du bist doch jetzt nicht tot. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt auch sehr, sehr merkwürdig gewesen. Ich habe immer noch nicht rausgefunden. Wir können uns mit Sicherheit irgendwie schnell drehen. Ich bin mir sowas von sicher eigentlich. Oh, er ist tot. Gut, Kräutermedizin schnappen wir uns. Was war hier noch? Hier hinten war noch Gewehrmunition versteckt, oder? Ja, genau. Was heißt versteckt? Auf jeden Fall ist sie da. Das muss reichen. Ja, okay. Die war zu, genau. Hohohoho. Ein bisschen was weiß ich noch. Hey, du. Ah. Oh, da liegt was. Pistolenmunition. Vielleicht sollten wir die auch mal auswählen. Nehmen wir mal die Schallgedämpfte. Die war, glaube ich, gar nicht verkehrt von der Effektivität her. Einen Schluck trinken. Können wir das wegdrücken? Ja, können wir. Oh, da liegt ja noch Munition. Ach, shit. Ich will ganz gerne die Munition noch haben hier. Die will ich haben. So, die nehmen wir nochmal eben mit.
angeklickt. Nein, habe ich angeklickt. Sehr gut. So. Und jetzt schnappen wir uns das Gewehr. Ach, so kann man nachladen. Oder was? Tatsache. Doppelt anklicken und dann ist sie nachgeladen. Sehr schön. Gut zu wissen. Gut. Ich denke, wir schnappen uns jetzt mal die Schrotflinte. Und jetzt versuchen wir nochmal erneut, den zu plätten. Ich denke nämlich, dass mein Fehler war... Warte, kann ich wegdrücken, gut. Dass wir den nicht zwangsläufig von hinten anschießen müssen. Klar, wir müssen dieses komische Teil auf seinem Rücken kriegen, das ist richtig, denke ich mal. Aber ich glaube, wir können ihn auch zum Fall bringen, indem wir das hier machen. Oh, 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 das war nicht. Okay. Ja, danke. Klappt. Ich bin schon auf Achtung. Das geht ja wieder gut los. Nehmen wir noch so ein paar Kräutertabletten, ne? Kräutertabletten. Ja, komm her. Au, ich sollte vielleicht doch ein bisschen ausweichen. Hin und wieder. Weil sonst bin ich bald am Ende hier. So. Vorbeilaufen geht? Das geht. Sehr schön. Komm, ich habe ja genug Zeit eigentlich. Wow, du hältst aber eine ganze Menge aus, mein Freund. Oh, jetzt ist er soweit. Jetzt liegt er am Boden. Scheiße. Ja. Aber das war schon mal richtig. Also wir müssen den dazu bringen, dass er sich hinkniet. Und dann in den Rücken ballern. So ähnlich. Superla. Komm her. Spring her. Spring. Okay, das war auch sehr gut. Ja, ich mach das sensationell, ich weiß. Ach Gott. Ja, bald ist es wieder so weit, dass ich keine Medizin mehr habe. Das wäre natürlich wieder etwas übel. So vorsichtig auszudrücken. Das war gar nicht verkehrt, gerade was ich da gemacht habe. Würde ich mal sagen. Au, das war schon verkehrt. Ja, nehmen wir noch ein bisschen was. Also die Magnum könnte ich natürlich auch benutzen, aber ich glaube, das ist Verschwendung, wenn ich die jetzt schon benutze. Da kommen bestimmt noch ihre Gegner als der hier. So, wir haben ihn auf jeden Fall schon mal ein bisschen getroffen am Rücken. Das freut mich ja schon mal äußerordentlich. Da war es schon wieder. Hey, da haben wir ihn doch down, Leute. Haha, es klappt doch. Sehr schönes Ding. Okay, also unser Schiff ist definitiv kaputt. Da konnten wir nichts mehr dran ändern, wie es aussieht. Und jetzt sind wir wohl... Also ich würde jetzt mal vermuten, auf einer Insel gestrandet. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier irgendwie ein größerer Flugzeugträger oder sowas war. Das sah schon eher aus wie eine ganze Insel. Eine ganze Insel, wohlgemerkt. So, unser Gewehr haben wir leer geschossen. Wir nehmen mal wieder die Schallgedämpfte. Die war ganz gut. Und gut, wir könnten jetzt langsam wieder ein bisschen Medizin gebrauchen. Ne? Wir haben zwar noch erste Hilfesprays, aber okay. Ja, wir haben noch Magnum-Munition. Wir sind ziemlich knapp an Munition momentan hier, also würde ich mal sagen. Und wir gucken mal, was jetzt hinter der ersten Tür auf uns wartet. Ob es Fong Ling auch geschafft hat, vom Boot zu fliehen? Wir wissen es nicht, ne? Da ist eine Karte. Der Wasserwege. Der Grundwasserwege, okay. Dann zeig mal her. Achso, ich dachte, ich darf da mal einen Blick drauf werfen. Wahrscheinlich haben wir die Karte vom Schiff jetzt nicht mehr. Wär auch sehr sinnlos. Okay. Oh ja, das ist ein etwas größerer Komplex wieder. Oha, oha. Gut, aber erstmal nur eine Ebene. Das ist schon mal gut. Da unten ist ein Lift. Aber ansonsten, da ist eine Treppe. Das sind auch Treppen, oder? Oh Gott, das sind viele Treppen, glaube ich. Ja, ich denke, wir bleiben erstmal so weit es geht auf der unteren Ebene jetzt hier. Und dann kämpfen wir uns langsam so die Stockwerke hoch oder runter, je nachdem, was da kommt. Sieht auf jeden Fall sehr düster und atmosphärisch aus hier, finde ich. Sehr atmosphärisch, auch schön, ne?
Liegt da was? Granatwerfer! Ja, sicher, den nehmen wir mit. Cool, der liegt hier einfach so rum. Interessant. Gut, bisher nur eine mögliche Tür. Oh ne, müssen wir ins Wasser rein. Oh Gott. Das gefällt mir gerade gar nicht. Oh ne, ihr steht doch bestimmt auf. Das erinnert mich gerade an Teil 2. Diese Kanäle, wisst ihr? Wo man auch da zum Schluss bei dieser Seilbahn oder was, diese U-Bahn, wo man da lang fährt. Das sind auch diese Schächte, die alle unter Wasser stehen. Und da liegen auch so halb verweste Menschen im Wasser. Und die stehen auch auf. Nur, dass hier dann auch Spinnen rumliefen. Ich weiß gar nicht, ob es die in diesem Spiel gibt. Ich wusste es bestimmt mal und habe es verdrängt. Gut. Also es sind auch anscheinend keine Tiere sonst oder Gegner im Wasser. Bis auf die Leichen, die da halt rumschwimmen. Das beruhigt mich. Bis jetzt. So ein kleiner Speicherraum wäre übrigens ganz cool. Hm? Ganz cool wäre der. Gehen wir erstmal direkt gegenüber rein. Hier ist, oh Gott, noch ein Gebiet mit Wasser. Okay, gut. Dann gucken wir erstmal hier weiter. Okay. Action ist angesagt. Ja, super, Alex. Das war auch die einzige Kugel, die, glaube ich, getroffen hat. Ah, komm her. Ich hoffe mal, du bist tot. Ja, warum solltest du das auch sein, ne? Bist du jetzt endlich mal finito? Ich hoffe es. Sind wir hier nicht eben hergekommen? Du warst doch eben noch nicht da, oder? Kann ich dich anschießen? Hat wenig Sinn, glaube ich. Gut, die greifen mich ja nicht direkt an. Ich lasse ihn da einfach mal rumgetieren. Oder vegetieren. So. Was haben wir denn hier? Aufhören gesagt, also. Schön. Ja, es tut mir leid, Leute, aber ich muss nochmal wieder auf die Karte gucken. Wo bin ich jetzt hier überhaupt? Ich bin schon wieder da oben drin. Und wenn ich... Aha. Da stehe ich jetzt. Ich könnte doch da lang und dann da. Da komme ich ja her, ne? Ich gehe jetzt mal hier hoch, oder? Das bringt mir auch nichts. Da müsste ich... Ich weiß auch nicht, Leute. Ganz ehrlich, so richtig blicke ich hier noch nicht durch. Gehen wir erstmal wieder hier gucken. Ich weiß, hier waren wir schon, aber ich weiß nicht. Ja. Ich hätte dich vielleicht eben killen sollen. Ja, ist gut. Nehmen wir doch die halbautomatische wieder, oder? Ja. Ich glaube, das ist doch besser. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, und dann habe ich mir halt mal einen Energy Drink gegönnt. Ich mag die eigentlich ganz gerne hin und wieder. Ich trinke die ja nicht laufend, aber ab und zu gönne ich mir ganz gerne mal einen. Und ich habe mir heute mal den, was habe ich mir eigentlich gegönnt hier, den Rockstar Energy Drink. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Schmeckt ganz gut. So ein bisschen nach Autoreifen, aber sonst ganz gut. So. Nur damit ihr das mal wisst. Ja, sind wir wieder in einem Bereich, wo wir vorher, glaube ich, noch nicht waren. Also hier ist wieder eine Sackgasse. Toll. Oh, okay. Ich denke mal, ich weiche den einfach erstmal aus. Nicht, dass das groß Sinn hat, auf die zu schießen. Da ist eine Tür. Nee, gar nicht wahr. Au! Wie sieht das eigentlich von unserer Gesundheit her aus? Auf Achtung. Können wir raus? Wo sind wir denn jetzt? Ja, ich muss noch mal gucken, wo sind wir jetzt überhaupt? Also hier waren wir anscheinend noch nicht. Und das ist auch nur ein Gang. Das heißt, vielleicht finden wir da endlich ein Objekt, das uns weiterbringt. Wäre schön. Zumindest ein Speicherpunkt wäre mal ganz cool. Weil sonst verballere ich meine ganze Munition hier und ich weiß gar nicht wofür, ob das überhaupt Sinn ergibt. Da, oh, schön, Munition. Das ist schon mal sehr nett. So, da rein. Zugerostet.
Zugerostet, schön. Ach, kacke. Können wir wenigstens die hier wieder nehmen. So. Toll, die ist zugerostet. Ich habe auch ein... Habe ich noch irgendwelche Items eigentlich? Ja, nur ein paar Pillen und ein bisschen Munition. Ja. Och nö, lass mich zufrieden. Nein, 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 nein. Ja, ich versuche mal dahin zu gehen. Okay. Ah! Verpisst euch! Man kann die bestimmt kaputt machen mit dem Granatwerfer oder so, schätze ich mal, aber ich weiß nicht, ob das was nützt. Und der Lift ist kaputt, wa? Nee, der läuft. Ich bin begeistert, hier funktioniert mal was. Denn ich hätte schon ganz gerne mal eine Schreibmaschine irgendwie. Ey, habt ihr gesehen, wie die geht? Also, wäre sie ein Kerl, würde ich sagen, die geht schwul. Guckt mal. Ich weiß ja nicht. Die geht selbst für ein Mädchen schwul. Wenn das überhaupt geht. Ah, irgendwie geht die komisch. Das ist mir vorhin nicht so aufgefallen. Ich glaube, da war sie auch im Dauerrennzustand. Kann das sein? Naja, egal. Die ist natürlich verschlossen. Sektorleiterraum. Mal hoch, da ist die Tür. Hauptsache erstmal raus aus diesen Ekelgängen. Oh, der hat was. Sektorleiterraumschlüssel? Das wäre jetzt zu einfach, oder? Sieht aus wie der Leiter der Anlage. Er scheint etwas zu haben. Ja, okay. Alles klar. Dann haben wir den Schlüssel jetzt. Trotzdem gehe ich erstmal hier reingucken. Elektroschloss versehen. Gut, dann denke ich mal, dass wir das vielleicht öffnen können beim Sektorleiter. Können wir euch von hier killen? Können wir. Ihr seid doof, wisst ihr das? Junge. Mach nicht so ein Drama draus. So. Halt, nein! Ich dachte, du liegst auf dem Boden! Okay, hat geklappt. Puh, ja. Da kommen wir her, da hinten war das.